Hallo Filmfans, aufgepasst! Den Film will jetzt Marcel schenken. Ja, ich habe so ein Paket für den vorbereitet. Passt, ich heiße verrate. Ja, der Rest wird Überraschung. Ja. Heute geht es mir eigentlich ziemlich übel. Ich habe ein bisschen Bauchschmerzen. Und bin bettlägerig. Ich hoffe, dass es morgen besser geht. Das habe ich schon gestern irgendwie. Ich habe mir bauchmäßig was angefangen, aber das hält mich nicht zurück, für den Marcel das zu drehen. Und ich weiß, gute Leute zu schätzen, gute Freunde. Ja. Und dann, das ist ein Mediabook für den Marcel. Ich weiß nicht, was für ein filmfanatischer Fan das ist. Und von der Anis Budde 3. Also man kennt ja die Legende, die Filmlegende Juri Bulka, ja. Und Anni Subedet 3, das ist eigentlich die stärkste Juri Bulka Reihe, Folge, ja. Der ist echt super. Ja. Kann ich noch weiterempfehlen, der hat eigentlich 29,99 kostet bei Drogeriemüller, also 30 Euro, ja. Aber das ist mir die Sache wert. War ein gutes Päckle und Marcel, das schicke ich dir, hoffe, du mich dann ein Unboxing, wo ich dann auch sehe, wie du dich darüber freust. Und wenn du dich darüber freust, das wird mich auch freuen. Ja? Also, Scott Adkins, und dann, das ist ein richtig guter Film. So ähnlich aufgemacht wie Blattsport, nur im Knast. Ja, Juri Bulka, die russische Knastlegende. Ja, die Kommando-Experte, MMA-Experte. Und wenn ich so ultimatives Turnier, wo die beste Knastfighter sich treffen in Russland und gegeneinander antreten, ja, die Verlierer wurden dann erschossen. Ja, also ist ein richtig knallharter Film. Der befreundet sich mit einem Amerikaner. Der eine hat dann Vorteile, der darf dann immer trainieren, weil der andere im Stolpbruch schaffen müsste. Da macht sie den Stolpbruch zu ihrem Trainingsbereich. Aus was Negatives, was Gutes machen. Ist ein recht krasser Film, hat eine super Handlung. Also der dritte Teil hat mir am besten gefallen, mir persönlich, wo die anderen Teile auch super sind. Ja. Also, wie schon gesagt, ein bisschen was verratet, Spoiler-Alarm. Und Mediabook natürlich, einfach Hammer der Film, da sind auch ganz verschiedene Kampfstile drin. Ja. Wie schon gesagt, da kommt man zu Caporella, ja, MMA, Kickboxer, Wing Chun, ja, Karate, Taekwondo, da lacht das Martial Arts Herz, klasse Showkämpfe. Ja. Und wie schon gesagt, Spoiler-Alarm gerade raus, kommt auch einer aus Amerika, aus der ganzen Welt kommt es aus den Knästen da. Und der Gewinner, der wird auch freigelassen. Ja. Und zuerst hat er Zoff mit dem Amerikaner und dann tut er sich mit dem doch anfreunden. Ja. Also wirklich klasse Filme und super Martial Arts Kampfszene drin, wie schon die Fotos verratet. Marcel, ich schenke dir das Mediabook mit vielen anderen Filmen. Oh, und ich hoffe, du freust dich. Wenn du willst, kannst du mir auch natürlich ein Pack der Schicke da aus dem Mund aus. Ja. Also, ja?